zu 2. Und dann geht der Cooldown erst los. In 3, 2, 1. Warum? Ist dann ein Debuff auf ihm drauf? Ach doch, da. 2, 1, jetzt. Ah, Debuff ist noch drauf auf ihm so lang. Was ist das Problem hier? Und das hier. Auf beiden, oder? So ist das gedacht. Hallo, umgefallen, abgehoben. Moin. Man sieht es aber. Gibt es eine Möglichkeit, dass man es besser sieht? Weil das Rot ist ziemlich komisch von der Farbe auf dem Boden hier. Also irgendwie sind die Void Zones da, aber irgendwie ist auch nicht. Keine Ahnung, sehr seltsam. Weil das Rot ist komisch, oder? Es muss halt mehr leuchten, oder nicht? Muss da gar nicht hin. Schau ich gleich mal. Also es ist ja, Rot ist ja super, aber irgendwie ist es so dezent, dass man es nicht wirklich sieht. Oder man muss halt den Kamerawinkel, wenn ich den Kamerawinkel so habe, sehe ich es nicht, so sehe ich es besser, aber ich spiele ja nicht so. Abschaum, ihr wagt es mich herbeizurufen? Nun klar, ich benötige eure Hilfe, Geist. Wie kann ich das Hügelgrab betreten? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, über wie viel Macht ich einst verfügte? Warum sollte ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Ja, eins verfügte heißt, du hast keine Macht mehr. Ich hoffe, das Lila ist halt dann nicht so dezent. Rot ist eigentlich nicht schlecht, ist gefährlich, aber es muss mehr leuchten, mehr kräftiger sein. Weil auch selbst beim Weißen war es komisch. Farbenende nicht unbedingt. Okay, schauen wir gleich mal. Jemand hat euren Schrein entweiht. Ja, ich kann es wahrnehmen. Irgendein Wurm hat diesen Ort geschändet. Wurm? Ui. Ihr seid nun mein fleischgewordener Wille, Sterbliche. Betretet das Hügelgrab und tötet diesen Wurm. Ah, sehr geil. Mach mal gleich. Das werde ich. Wie kann ich das Hügelgrab gelangen? Das wisst ihr nicht? Es gab Zeiten, da kannte jeder das Ritual. 3 Runensteine öffnen die Tür. Sie werden an den vorgesehenen Positionen um den Schrein herum aufgestellt. Findet sie und platziert sie auf ihren Sockeln vor der Tür. Wird gemacht. Dann wird euch Zutritt gewährt. Geht jetzt. Einstellungen. Spielablauf müsste Gameplay sein. Ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch was Main Game nennen könnte. Ich probiere sehr viel, ich verspiele verschiedene Genres. Vielleicht in dem Genre. Ich mache ja auch Racing. Ich mache Survival. Ich mache Story Games. Also, MMO habe ich das letzte Mal allein gespielt im Januar. Weiß ich nicht. So Main Game. Schwierig. Nee, damit habe ich abgeschlossen. Also damit werde ich zu 90% nicht anfangen. Lieber schlage ich mir mit dem Vorschlaghammer auf den Fuß und ist der Schmerz angenehmer als WoW zu spielen. Aber vielleicht wird der Vorschlaghammer irgendwann real, wer weiß. Achso, warst du gar nicht dabei. Ich habe es gerade vor ein paar Minuten erzählt gehabt. Reicht einfach über die Jahre. Es ist zu viel Negatives passiert. Zu viel Negatives passiert. Ja, ist schon besser, oder?
Okay. Cool, danke dir. Krass. Ich musste irgendwann die Reißleine ziehen hier, Zebroxer. Das ging so nicht mehr. Das ging so nicht mehr mit dir, weißt du, wie ich meine? Das macht der gar nichts. Ah, ja, okay, ist schon besser. Ja, ich meine, wir können es ja als MMO nehmen. Ist doch kein Problem. Wirkt gut. Sehr umfangreich. Wir müssen zwar jetzt nicht hier tausende von Stunden verlieren, aber immer mal wieder reingucken und Spaß haben. Am Anfang ein bisschen mehr und dann einfach ins Standardprogramm mit aufnehmen. Könnte ich mir vorstellen. Und es kommt ja auch viel auf die Community an, auf die Leute. Ich meine, jetzt bist du da, es war ein Debuff, aber was soll ich machen? Was sieht man? Kappa. Jetzt habe ich vor allem die Reißleine gezogen, genau. Ich weiß nicht, ob es zu viel Story ist oder zu viel ist, Patrick, mit Final Fantasy. Keine Ahnung. Und im NF-Pack wollte ich halt nie wieder irgendwas, was so ähnlich wie WoW ist, weil ich habe das 16 Jahre lang gespielt und gut ist. Aber durch Zufall oder durch, keine Ahnung, sind wir auf das Spiel jetzt hier gekommen. Ey! Schauen wir mal. Gesehen hätte mir einfach keine andere geboxt, die Sau. Ja, und vielleicht kommen wir auch nie zum Endgame. Vielleicht tun wir einfach so ein bisschen entspannen, genießen, quatschen mit euch, tun ein bisschen questen, leveln, die Dungeons machen, die Inis. Gucken wir mal. Ich weiß nicht. Genau. Das sind einfach MMOs hier, ja. Und wenn ich mich halt auch nur mit Add-ons beschäftige, reicht dir dann auch fast schon. Ich finde auf jeden Fall das aktive Kampfsystem interessant. Das, was ich schon bei Ding hatte, bei Elaine. Oder Elion. Super geiles Spiel. Spaß gemacht. Und da fand ich das Kampfsystem besser als hier, muss ich sagen. Da war es auch aktiv. Habe ich gerne gespielt. Aber halt auch, was mich halt ein bisschen stört in dem ganzen Spiel, der Umfang mit den ganzen Materialien. Mats hier, Mats da, kombinieren dies mit das, mit jenem. Hast halt 2000 Mats und du musst dich halt irgendwie damit beschäftigen, auseinandersetzen. Irgendwann einfach zu viel. Ich muss quasi das nutzen hier, ne? Schnell. Das ist bestimmt einer vor mir, oder? Der es immer nimmt hier. Da muss ich wegkommen, muss ich den Typ nicht töten. Jo. Okay. Ich hab doch hier dieses Ding da, dass ich mehr XP kriege. Wo ist denn das? Das ist eine gute Frage. Sag du es mir. Wo steht das? Hier, Bretonin. Das da, ne? Yeah.
Könnte ich das auch vollständig mit Controller spielen, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein bisschen, die Schmerzen kicken rein, dann chill ich mich ins Bett und spiele mit Controller. Also im Bett ist nicht chillig, muss ich euch sagen. Im Bett spielen ist Katastrophe. Aber es geht da manchmal nicht anders, weil, naja, Gesundheit und so ist halt RIP. Ich habe schon gesehen, Konsolensteuerung und sowas hier im Menü. Im Endeffekt ist das Bett jetzt auch nicht gemütlich, aber es ist einfach was anderes dann. Also, Schmerzfaktor hier beim Sitzen ist schon 7 bis 8 von 10. Je nachdem, manchmal auch höher. Beim Liegen ist es jetzt auch nur 6, 7 oder manchmal auch 8, je nachdem, wie stark die Schmerzen reinkicken. Aber man kann halt eine andere Haltung und Stellung einnehmen. Nee, seit 5 Jahren die Füße, du. 24,7. Schmerzpegel zwischen 6, 7 und 10 von 10. Muskelfaserriss mit starker Entzündung und vielen Krämpfen. 24,7. Was das Herz begehrt. Ich muss da hochgehen irgendwie. Genau, und das Menü auf der Konsole soll ja anders sein, irgendwie. Wir können ja mal einfach als Gaudi... Ich hatte ja vorhin gesehen, Einstellungen... Ja, Maustastatur ist im Bett halt Endgegner, das kannst du ganz vergessen. Aber ich habe hier irgendwo gesehen, Gamepad einschalten oder so, ne? Wo war denn das? Aber mal testen hier. Wo waren wir denn vorher, wo Gamepad einschalten war? Das war ganz unten irgendwo. Spielablauf. Hier, Gamepad-Modus. Wechsel zum Eingabeschieber und nutze für Gamepads. Bevorzugte Symbolik automatisch. An. Yo! Du Scheiße, Alter. Das ist ein ganz anderes Menü auf einmal. Ja. Hä? The fuck? Okay. Wie kann ich laufen? Mit der Maus? Okay, gut, so gut ist die. Was war das jetzt? Ich habe das gar nicht gesehen. Das ist ja ultra. Echt? Macht es das? Nee, ist immer noch so. Vielleicht muss ich auf automatisch stellen. Warte. Okay, wo war das jetzt? Ich habe es wieder vergessen. War das bei Kamera? Oberfläche, oder? Nee. Scheiße, ich will vergessen, wie ich es gemacht habe. Kampf. Spielablauf. Kamera. Oberfläche muss doch sein, oder? Spielablauf. Das ist ja heftig.
auch gleich das Menü ist größer, dass ich dann vom Bett das sehen kann. Wo war das jetzt eigentlich? Spielerblau ist es nicht. Kamera auch nicht. Oberfläche? Ah, schau mal an. Framerate. Latenz. Ach, da unten ist das. Oh, wie süß. Sieht er gar nicht, aber ich sehe es dann zumindest. Namen. Cialis. Hä? Mal ohne Witz, ich finde es gerade nicht mehr. Wo war denn das jetzt mit dem Gamepad an oder aus? Also Kampf? Kampfereignis eingehen? Nein. Soziales ist es nicht. Das ist ja nur irgendwie Gelaber oder so. Namen? Ist nicht Oberfläche? Ist von der Logik her nicht Oberfläche? Kamera? Spielerblau. Ah, hier bei Spielablauf. Muss ich mir merken, oder? Spielablauf. Ja, als ob das so krass wäre, oder was? Das ist ja gigantisch. Das ist ja gigantisch. Wow, was ist das? Krass, Alter. Auch das ist dann doch ein riesen Pluspunkt. Bin zwar kein Controller-Boy, weil ich bin mit Maustastatur aufgewachsen, aber wenn ich jetzt sage, hey komm, ich muss mich ein bisschen umsetzen oder so, ist schon geil. Ist schon geil. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Ob das Sinn macht? Das ist irgendwie voll cool, hä? Entspannt. Hey, einfach entspannt. Warte, wir können mal was machen hier, was halt ganz witzig, was ich auch immer hatte zwischendurch. Naja, entspann dich hier. Die Ding-Cam. Ich muss nur mal kurz den Schwanenhals installieren. Es war nicht gemütlich für mich, aber ich habe jetzt Bock, einfach so als Gaudi mal das zu machen, kurz.
muss nur kurz das hier starten. Gleich sehen. Die jetzt schon länger da sind, kennen das ja, aber es sind jetzt viele neue da. Zack, ist angesteckt. Jetzt das Kabel richtig verlegen. Dann mal gucken, ob ich das hinkriege hier mit dem. So, nehmen wir kurz das an hier. Ich muss das Ding nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding hinsetzen soll. Wo ist denn, wo stört man sich bei dem Spiel? Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Wieder gefollowt? Ach, was soll's, dann supp ich auch direkt wieder rein, kleiner als drei. Ja, wenn, dann richtig, sagst du. So muss das sein hier. Dankeschön. Da, hier. Warte. Dankeschön. Für den Support. So. Hier, so haben wir das gemacht hier. Noch ein bisschen tiefer. Vielleicht noch ein anderer Winkel. Ganz entspannt hier. Und dann kann man das sehen hier. Die. So, ein bisschen näher ran wieder. Bisschen. Warte kurz, Mikrofon. So. Jetzt hat. Ja, ich teste das nur mal kurz. Das ist eh für mich schwierig, genauso zu halten. Wenn das Follow-Ding weg ist, dann passt es ja. Dankeschön. Einfach für 2 Monate. Das ist ja. Massig, Dankeschön. Support ist da, so muss das sein. Ich stehe noch einmal im Zentrum meiner Macht. Ganz anders. Ich bin ein Gespenst, ein bloßer Schatten, gezwungen zuzusehen, wie ein Nekromant meinen Körper schändet. Tötet ihn! Das ist einfach. Einfach mit dem Handy abgefilmt. Handy, Kamera, Main. Hier ist halt die andere Kamera für Ding. Ich habe noch einige Cams hier. Meistens über Handy halt. Oh. Ihr werdet nie das Bündnis bezwingen. Oh, wie krass hier. Das geht ja richtig gut, Alter. Zweck erfüllt. Gut gemacht, Gehirn. Warte, Licht da extra an. So, jetzt haben wir's. Das ist dann richtig mit Licht hier. Da ist der Beweis. Nächste Seite. Wegen den Schmerzen, weil ich mich bewegt habe. Der Puls ist normalerweise immer dreistellig. Selten, dass er unter dreistellig ist. Krämpfe und Schmerzen. Fast immer sehr hoch. So, ja, nice. Ja. Die Untoten sind fort. Jetzt ist das sowieso nicht mehr richtig, der Puls, weil ich halte das Ding so komisch beim Controller. Wenn ich nur ansatzweise aufstehe, ist er sofort 110, 120 oder 130. Beim Duschen so 160, 170, wenn ich da stehen muss oder mich irgendwie festhalte. Jetzt ist halt das Handy, die Pulssteuerung läuft über das Handy. Und deswegen ist das schwierig, ist ja alles gerade ausgelastet ziemlich.
Das Bündnis hier? Trollblut! Ich muss Jawohl. Das Dorf warnen. Ich gehe Main. Zurück. Seht nach, ob ihr noch andere Dorfbewohner auf der Insel finden könnt. Quest abschließen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Milchtrinker Aber krass, dass ihre das ganze Menü jetzt anders ist. Verlassen, um hier herunterzukommen. Dann muss ich diese Wunde versorgen lassen. Ich werde meinen Schwertarm brauchen. Ja, was nun? Wenn dieser Nekromant für das Bündnis gearbeitet hat, dann sind wir alle in Gefahr. Ich muss zurück ins Dorf und unsere Verteidigung vorbereiten. Ihr müsst die Insel nach den Dorfbewohnern absuchen und sie zurück ins Dorf schicken. Viel Glück. Ich muss mal kurz die eine App beenden hier, sonst ist es zu... Ist so, genau, jetzt geht's wieder besser, ja. Okay. Ich werde so viele wie möglich finden, ist ja klar. Ich bin auf dem Weg. Cool. Das ist irgendwie ein Spieler. Wenn ich hier hingehe, dann macht er dann das Menü anders. Krass. Einmal anders Menü oder was? Und dann auf einmal hier anders Menü. Ey, das ist ja Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt. In keinem Spiel erlebt sowas. Krasse Scheiße, beanspruchen? Nee. Halten. Nee, warte, halten, oder? Genau. Okay, so wird das Menü hier. Warte mal, was ist denn das? Drei Striche. Ach, da, Start halten. Hä? Verstehe ich nicht. Moment. F beanspruchen, jetzt, das will ich. Und doch, das war schon richtig. Rotfuchs wird zusammen hinzugefügt. Aber schon auf Mana jetzt gehen, oder? Ja. Mana gehen. Einmal noch leben. Schon passen. Okay. Komm, genug im Menü, wird schon passen. So, ich habe eh. Wie heftig hier. Hey, ich bin gerade fasziniert von dem Ganzen, dass es so einfach geht. Dass das Spiel wirklich so gut umgesetzt hat, dass man einfach wechseln kann. Krasse Scheiße. Schau mal, wie easy. Schau mal, wie easy. Da, eine Jute. Das ist aber ein ganz anderes Menü. Das Menü wirkt schon altmodisch, gell? So. Aber krass. Moin. Jo. Okay, nice. Hey, krass. Ja, es ist eigentlich so simpel, aber dass es noch kein Spiel so geschafft hat. Vielleicht ist er bei Final Fantasy auch so, aber es ist einfach so simpel hier, ne? Mit Controller und dann auf einmal die andere Steuerung. Achso, ich habe einfach so einen Schrein entdeckt. Kann ich auch hier so zoomen? Ja, es ist schon. Ey, das ist schon cool gemacht, Alter. Weil man merkt, dass es ein altes Menü ist, ne? Ja, es ist auch auf Konsole. Es muss ja irgendwie gehen. Also für mich, muss ich ehrlich sagen, ist das von den. Es ist schon eine Bereicherung. Weil ich kann mich dann kurz umsetzen. Es ist halt nie geil, wenn ich... Ihr müsst euch vorstellen, ich muss mich alle
90 Sekunden ungefähr bewegen und umsetzen. Wenn ich hier länger als 90 Sekunden oder 60 Sekunden eine Position halte, sind die Schmerzen immens. Egal, ob ich im Bett liege oder am Stuhl sitze oder was auch immer, die Schmerzen werden immer stärker. Aber ich kann ja mal den... Oh, verklickt. Ich kann ja mal kurz den Puls ausmachen, weil der jetzt nicht stimmt. Und das ist halt für mich eine... Das ist immer so. 24/7. Und das ist halt noch schlimmer, als ich es erzähle. Ich tue es gerade so ein bisschen verharmlosen. Sonst müsste ich halt noch mehr erzählen, aber das passt schon im Endeffekt. Also so grob erzählt hat, weißt du. Wie kann ich ihn dodgen? Auf das Controller. Es geht aber echt gut, auch die Geschwindigkeit. Hey, das ist echt ultra Support. Also du musst dir vorstellen, es baut sich so eine Energie auf, die will einfach raus, so eine Art Krampf und das immer wieder. Und dann ist es mal links, mal rechts, mal ist es hier, mal ist es da, ist es halt die ganze Zeit. Und dann schmerzt es auch. Ob man draufdrückt oder nicht, es schmerzt halt immer. Na, die Cam geht nicht ganz flüssig, aber das passt schon jetzt erstmal so. So, was muss ich jetzt machen? Findet die vermissten Einheimischen. Optionale Schritte sagt Hauptmann Rana, dass sie früher mit der Evakuierung beginnen soll. Lol. Na, warum will denn der unbedingt, dass ich hier hingehe? Was ist denn? Warum will denn die Quest unbedingt, dass ich da hingehe? Verstehe ich nicht ganz. Er sagt mir, dass die Hauptquest ist, dass ich da hin soll, oder? Die Vermissten des Ödwells. Finden die vermissten Einheimischen? LT plus A. Die Richtung, ach so. Warte, ach so. Ach, drei. Oh Gottes Willen. Ach so, die Richtung und dann LT und A. Ah, okay. Aber wie rum denn? Er blockt ja dann, warte mal. Ach so, gleichzeitig drücken, ne? Dann habe ich keine Ausdauer mehr. Okay, so. Krass, danke dir, Rosano. Dankeschön. Ich habe erst gar nicht gecheckt, was du gesagt geschrieben hast. Da dachte mir L, hä? Was? Geil. Hey, das ist ja richtig. Also ist ja richtig gut gemacht. Bin voll gehypt. Und jetzt checke ich gerade nicht, was ich hier machen muss. Findet die vermissten Einheimischen. Warum muss ich jetzt da hingehen? Warum muss ich den benutzen? Ist nicht da das nächste Ziel? Ne, ich bin gerade nirgends drin. Hier ist die Broxer. Ja, kannst du denn überhaupt so einfach so joinen? Also mittendrin oder was? Ich höre mich da nicht aus. Warum? Ich verstehe nicht ganz genau. Warum sagt man denn die Quest? Die Quest sagt mir hier... Benutzt das. Ach so, die Ratten finden den Stab von dem Alten. Ich bin nicht im TS. Ich bin gerade in keinem einzigen Voice. TS war ich sowieso seit Jahren nicht mehr. Wenn dann DC.
Aber aktuell bin ich gerade nirgends drin. Hier, oder? Okay, also hier bin ich. Und er sagt mir, ich soll dein, oder? Sag auch man, dass gehen soll. Okay, dann gehe ich mal dahin. Krass, Mann. Und so hast du gesagt. Okay, okay, krass. Und dann so. Sehr geil hier. Nur nach hinten geht er nicht. Oder geht er hinten auch? Nee. Okay, krasse Scheiße. Echt geil. Wir müssen sicher gehen, dass alle da sind. Heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich so begeistert bin. Ist einfach ganz simpel, aber dass es ein Spiel so hinkriegt, diesen Switch, habe ich mir damals jahrelang in WoW gewünscht, dass ich auch mal entspannt ein bisschen questen kann irgendwie. Wie gesagt, ich bin kein Controller-Mensch, ich bin mit Maustastatur aufgewachsen. Und Controller ist für mich fast Fremdkörper, aber durch meine ganzen Krämpfe und Schmerzen bin ich oft gezwungen, im Bett zu liegen, mit Controller zu spielen. Genau, ab und zu farmen, so ein bisschen, genau. Also stupide Sachen zu machen, Dailies, Farm, was auch immer. Oder monotone Sachen zu machen. Mit Controller sehr geil. Ich bereite das Dorf auf die Evakuierung vor. Findet so viele Dorfbewohner, wie ihr könnt und schickt sie hierher. Das habe ich das eigentlich gemacht? Ja, natürlich, WoW geht mit Controller. Gibt es ja auch Add-ons und sowas. Aber das ist halt so eingebundenes Spiel, das meine ich. Ich hab ja auch WoW mit Controller versucht, mich da zurechtzufinden, aber war halt nie so geil, muss ich sagen. Hier ist es halt nativ unterstützt, das ist halt doch ein Unterschied. Wie ist denn das? Ich werde weitersuchen. Ich werde Fragen stellen. Ja, lass uns gehen. Seid ihr sicher? Diejenigen, die wir nicht gefunden haben, werden hier zurückbleiben. Ja, gut, okay. Habt ihr euch sogar weiter? Ich danke euch. Seid vorsichtig da draußen. Die machen mir schon ein schlechtes Gewissen. Muss ich schon weitersuchen, muss ich hier... Hä? Bin verwirrt. Ich verstehe nicht genau, mit wem ich hier sprechen muss. Findet die vermissten Einheimischen. Sind die auch weiter weg? Die vermissen Einheimischen. Also normalerweise ist das, wo die Quest weitergeht, oder das hier, aber niemand wird zurückgelassen. Aber jetzt sind beide da, jetzt ist hier das eine und hier ist das andere. Wir haben das schon einmal getan. Ach so, ist ja okay. Ja, vielleicht mal neu starten oder so. Beim ersten Mal starten hat auch geleckt. Das Intro konnte ich dann nochmal sehen. Danach ging es dann irgendwann. Oh, habe ich schon das alles entdeckt oder was? Aber ehrlich gesagt peile ich das Ganze gerade nicht hier. Also ich muss die Bewohner warnen oder evakuieren, aber sind die jetzt nicht nur auf dieser kleinen Insel oder wie ist das? Weil er schickt, also diese eine Quest,
Also dieses eine Symbol, was normalerweise den Questfortschritt voran anzeigt, schickt mich dahin. Und das andere Symbol schickt mich, um die loszuschicken. Aber warum muss ich jetzt... Hä? Das ist mir gar zu viel, verstehe nicht. Ja, über den Chat ist momentan okay so. Ganz entspannt, kann ich ein bisschen rumsuchen, rumschauen. Ich freue mich, wenn der Chat beliebt ist. Zum Gruße. Ich hatte, das ist lustig, ist ja hier, Rosana, ich hatte noch nie Probleme bis jetzt. Aber anscheinend gibt es jetzt Probleme. Warum schickt er mich hier hin? Was ist das? Ha, quiek, kann ich euch helfen? Ich kann euch verstehen. Meine Güte, ich bin kein Skeva. Ja? Nein. Folgt mir, ich zeige es euch. Okay. Ja, aber das soll hier eine andere Quest auf einmal sein. Irgendwie. Ja gut, ist ja egal. Ist ja wurscht, welche Quest jetzt mache. Ich mache halt einfach. Hä, was habe ich getan? Achso. Hier. Knorriger Zauberstab. Kühne sei Dank, ihr habt ihn. Könnt ihr mir erklären, was passiert ist? Meine Freunde und ich waren in den Wäldern auf der Jagd, als plötzlich ein wahnsinniger Magier auftauchte und uns mit Zaubersprüchen angriff. Okay. Ich glaube, er hat mich nur leicht verletzt. Er ließ diesen Zauberstab in den Schnee fallen, bevor er verschwand. Aua. Ich habe keine Ahnung von Zaubern. Ich habe versucht, den Zauberstab aufzuheben, aber er ließ mich nicht. Ich glaube, er bewirkt den Zauber. Oder macht ihn ungeschehen. Schaut, meine Freunde sind Falter, Brent und läuft in Wildnis. Nun okay. Sind sie Falter, Brent, läuft. Bitte findet sie und benutzt den Zauberstab, um sie zurückzuverwandeln. Okay, ist das jetzt... Gehört das zu einer Quest? Schon, oder? Karte. Ja, raus und rein zoomen, ne? Hier. Aber trotzdem macht das gar keinen Sinn, dass die mich da hinschicken. Ich möchte die retten. Die Einwohner. Und die Einwohner können doch nur auf der Insel sein, oder nicht? Ja gut, ich mache einfach hier weiter. Vielleicht ergibt sich das dann halt irgendwann. Hol mir erstmal, Letter brennt. Ja, das sehe ich ja, was ich da offen habe, klar. Hier. Quest, ja. Dann kann ich auch durchklicken. So. Was
sind das Dollarzeichen? Achso, das ist auch, lol, ich dachte Dollarzeichen ist ein Südenzeichen. Achso, das ist ein Freund. Lol. Yo! Ach du Scheiße. Okay. Ja, ja, genau. Genau, das mit den Quests schon. Aber das Problem ist halt, ich habe nicht verstanden, warum die Quest mich da hinschickt. Weißt du eben, warum habe ich zwei Symbole für die Quest? Ich muss noch irgendwelche Bewohner retten, aber vielleicht gehört es ja zu dem. Er musste reparieren lassen, ESO, oder? Keine Ahnung. Wann hast du denn zuletzt gespielt? So, okay, ja, dann. Welches Add-on spiele ich denn gerade? Kann mir das jemand sagen? Achso, die Anfangsinseroten Fraktion? Okay. Oh ja, das ist ja auch schon mal gut. Yo! Höhle entdeckt, wo denn? Dieses Geräusch, ich hätte euch doch das andere wählen sollen, wenn ich nur schneller bin. Ist der Typ da oben oder was? Oder? Der Map? Hier. Hier in der Höhle, oder was? Wo ist denn hier eine Höhle? Ist noch so ein Scheiß. Oh. Oh, hier ist eine Kiste. Mache ich das? So. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Der sagt mir, ich habe eine Höhle entdeckt, aber was? Wo ist denn hier eine Höhle, bitteschön? Oh, das ist einfach so mittendrin, oder was? So mitten in der Welt ist so eine Himmelsscherbe da. Cool. Ja, genau, im blauen Bereich. Aber irgendwie ist der blaue Bereich
halt nur dieser Stein. Hier muss irgendwo ein Eingang sein oder so. Oder nicht? Ist jetzt noch eine Quest hier oder was? Ich schau mal. Ja, da ist der eins da links, wo du gesagt hast. Okay. Gut. Und dann komme ich von hier dahin oder so. Bestimmt. Falls ich hier rein darf. Gehört es überhaupt zur Quest? Yo, was ist hier? Was mache ich in der Höhle, wenn ich keine Quest habe? Ach du Scheiße. Achso. Noch eine neue Quest, statt eine andere abzuschließen. Hä? Das ist eine Katastrophe. Ich wollte doch nur den Typen da beleben. Ja, dann machen wir es halt mit der nächsten Zeit. Wollt ihr euren Mut beweisen? Bruder vermisst? Ein Mann ist in der Höhle. Irgendwo. Der Frostmann fügt Menschen, die sein Reich betreten, alle möglichen Dinge zu. Ich kann ihn Was ist doch nicht schlimm, dann würde ich ja gerne eine abschließen, bevor ich die 10 neue annehme. Weißt du, wie ich meine? Alles, was mir geblieben ist. Wer ist dieser Frostmann eigentlich? Das weiß niemand. Er schnappt sich jeden, der Orkays Höhle betritt. Mhm. Und jetzt auch meinen Bruder. Ich sollte aufhören, diese Klinge zu schärfen. Ihr müsst hineingehen. Ich kann das einfach nicht. Gib mir die Klinge und ich mach das. Wir kannten einen Mann, den alten Rory. Er ging hinein. Als die Soldaten ihn rausschleiften, fehlten ihm sämtliche Knochen. Oh je. Ich gebe euch Zeit, bis mein Feuer erlischt. Dann werde ich euch folgen. 4 Minuten. Erzähl mir mehr von deinem Bruder. Ich habe so Interesse daran. Er trinkt zu viel, er prügelt sich zu oft und er verfügt nicht einmal über den Verstand, den Kühne den Horkern gegeben hat. Allerdings ist er der beste Koch der Insel. Seit Vater im Kampf gegen die Akaviri gefallen ist, haben wir nur noch einander. Aber wie lange spukt er schon in dieser Höhle? Vor ungefähr 10 Jahren ist da drinnen irgendetwas eingestürzt. Seitdem verschwindet immer wieder jemand. Uiuiui. Seit ich denken kann, ist diese Höhle tabu. Hauptmann Rana hält uns jedes Mal einen Vortrag, wenn jemand als Mutprobe dort hineingeht. Erzählt mir von Eimann. Er trinkt zu viel, er prügelt sich zu oft. Und er verfügt nicht einmal über den Verstand, den Kühne den Horkern gegeben hat. Allerdings ist er der beste Koch der Insel. Seit Vater im Kampf gegen die Akaviri gefallen ist. Einfach Story, ich bin voll müde schon, ey. Nur am Gähnen hier. Wie lange spukt er schon in dieser Höhle? Vor ungefähr 10 Jahren ist da drinnen irgendetwas eingestürzt. Okay. Seitdem verschwindet immer wieder jemand. Ach so. Seit ich denken kann, ist diese Höhle tabu. Hauptmann Rana hält uns jedes Mal einen Vortrag, wenn jemand als Mutprobe dort hineingeht. Erzählt mir von Eimann. Er trinkt zu viel, er prügelt sich zu oft. Und er verfügt nicht einmal über den Verstand, den Kühne, den Horkern gegeben hat. Ach, PC-Menü, irgendwie konnte ich die Frage Allerdings nicht zweimal stellen. Allerdings ist er der beste Koch der Insel. Ruhe da, ist mir schon erzählt hier. Oh, das vibriert sogar hier, wenn ich springe. Krass, ist ja richtig hier, gigantisch hier. Also, Controllersteuerung wild. Ja, ein bisschen machen wir noch, aber ich bin auch müde und kann nicht mehr so richtig sitzen. Ich muss dann ein bisschen entspannen. Machen wir dann einfach später weiter, würde ich sagen. Ja, muss meine Tabletten wieder nehmen. Dann gucken wir mal. Der hier ist eingefroren. Jemand, den du kennst? Errate, wer ich bin. Und vielleicht lasse ich ihn gehen.
Achso, okay, okay. Aber schön gemacht auch die Höhle. Ja, hier. Du wirst eine tolle Ratte abgeben. So neugierig. Brannte hier für 1 bis 2 Tage. Die Überreste sind schon kalt. Rune des Magiers. Wie ungehörig. Einfach meine Sachen zu durchwühlen. Ja. Was für Manieren. Nun klar. Boah, wie hoch man hier gehen kann. Krass. Auch eingefroren. Ist auch eingefroren. Hier. Was mit dir? Hast du eine Idee? Oh, das ist so aufregend. Lasst Eimann gehen. Das macht keinen Spaß. Sieh dich doch mal um. Oh, und denk an die Bären. Ich kam noch nicht dazu, sie zurückzuverwandeln. Leb wohl. Hast du eine Idee? Oh, das ist... Komm hier weiter. Hör, da kommt jemand mir entgegen, weil man krass. So, hier ist etwas noch. Lass das liegen. Das ist vertraulich. Ja, ich spiele das Spiel jetzt seit 20 Uhr oder 7:30. Mhm. Und mit meinen Schmerzen habe ich momentan meistens nur so 3 Stunden Gameplay. Das ist schon eine heftige Ausnahme hier aktuell. Bin seit 204 Tagen und 90 Stunden online. Schicki! Schau, wie krass das ist. Ich habe nicht viel gemacht. Ich bin 4-5 Stunden in der Stadt rumgerannt und habe mein Inventar sortiert und meine Bank und so. Schau, wie krass. Eben gerade mit Controller probiert. Geh hier, mach Tastatur, ist Tastatur-Interface. Es ändert sich direkt. Schau mal. Schau mal. Das Interface, so das Interface ist so. Controller, zack, alles Interface auf einmal. Das, was wir uns im WoW schon seit 100 Jahren gewünscht haben. Ja, genau, Pock, Pock. Heftig, Schicki, heftig. Also, ich habe mit Vajana gequatscht, kennst du ja, ne? Also Evelyn halt. Keine Ahnung, wir waren 3-4 Stunden in der Stadt. Also nicht, ja, in der Stadt und ich habe sortiert, weil ich hatte noch von damals die ganze Bank voll. Also ich habe nur in der Stadt verbracht. Jetzt eben bin ich los gerade. Vor einer Stunde oder so vielleicht, oder, ja, oder zwei vielleicht. Ich habe dir ja geschrieben. Jetzt bin ich los. Schau dich um, und mehr rumgestanden, hä? Kennst mich ja, rumstehen, bisschen quatschen. Brich dir nicht das Genick. Smalltalk in der Stadt, ja, so ungefähr, ja, ist echt so. Ich muss die Tasten schauen, was mein Controller sind. Ich habe auch das Ding noch ein bisschen angepasst hier. Ist okay, also ist okay. Können wir machen, ja, so ein bisschen, klar. Noch ein bisschen entdecken, schauen.
Kann natürlich passieren. Kann natürlich passieren. Nach einer Woche, nach einem Tag, nach 2 Minuten ist das random. Kann ich dir ja nicht sagen. Du hast das Unmögliche geschafft. Über kleine Felsen springen. Ich würde es halt, wenn es soweit klappt, einfach ins Programm mit aufnehmen. Einfach mal spielen. Zu den ganzen anderen Games damit aufnehmen, weißt du, ich meine? Aber halt nicht nur das Spiel. Aber halt immer wieder. Nur ich glaube, so lang wie heute ist schwierig. Also heute ist eine riesen Ausnahme, weil die Schmerzen sind auch krass gerade. Wenn da Zeit ist, genau. Du spielst ja auch Apex und anderes da, von daher passt es ja. Aber dadurch, dass ich vorhin in der Stadt mehr gestanden bin und nicht gespielt habe, mehr so Smalltalk mit dem Chat und so, war es ja ganz gut. Ja, wenn du ESO Plus haben möchtest, gibt's Abo-Kosten. 13 Euro über WoW halt. Da hast du halt dann auch eine Materialtasche. Wie weit bist du, schlaue Ratte? Hast du eine Ahnung? Also, das ist für mich Zauberei, Mann. Tastatur? Controller, einfach anderes Ding hier. Heftig. Einfach buddeln, Pausbäckchen. Was hast du gefunden? Ich, Spion? Dominion, ein Hohn? Du bist von der cleveren Sorte. Was soll ich nur mit dir anstellen? Ich habe erraten, wer ihr seid. Nun lasst Eimann frei. Das macht keinen Spaß. Noch ein Spiel? Komm mit hinein. Wir spielen ein Ratespiel. Ach du Scheiße. Wenn du gewinnst, bekommst du Eimann. Verlierst du aber, wirst du meine neueste Ratte. Huch. Nun gut. Noch ein Spiel. Jo, hell. Bin gespannt hier. Oder bin ich hier? Rate falsch, mein Schätzchen. Ich finde den echten. Und du gehörst mir. Ach du Scheiße, jetzt. Wie oft darf ich ihn raten? Der tanzt so komisch. Der ist irgendwie. Der tanzt auch komisch. Der tanzt nicht als einziger. Unfair. Wie unfair. Hä? Was ist mit dir? Ey! Dir geblieben. Sprich nicht mit mir. Ich bin nur ein Strauch. Lasst Eimann gehen. Du hast keine Seele. Willst du meine haben? Sie ist schwarz und klebrig. Gehst du dann gleich ins Bett, Chicky? Ich habe euer Spiel gewonnen. Jetzt lasst Eimann gehen. Ja, ich mache auch nicht mehr lang. Also, ich bin auch schon durch. An sich ja. Was ist der Plan B? Nein. Ein paar alte Freunde kommen zum Essen. Trink von ein paar Wurzeln. Bleib bei uns. Hier bist du sicher. Sicher? Wovor? Die Steine. Die glänzenden. Sie sind nur so lange schön, bis du dich umdrehst und dann... Wusch! Schädel platzen, Knochen brechen. Beste, let's go, Shiggy. I'm ready. Muss nur noch meine Tablette nehmen. Dann weiß ich nicht mehr, wie ich das schaffen soll. Aber passt. Rein da. Du sprichst von einem Einsturz? Dies ist der sicherste Ort für mich. Meine Freunde sind hier. Nimm sie mir nicht weg. Ja, kannst du machen, wenn du Bock hast. Ich will eure Freunde nicht. Ich will nur Eimann. Wollen, wollen, wollen. Gierige Ratten. Wir wollten hier weg, aber dann... Ja, dann geh schnell durch und mach. Ich habe sie dann gegessen.
Sie waren kalt. Meine Zähne haben mir davon wehgetan. Einmal wird sterben, wenn ihr nicht freilasst. Was ist mit dieser Rune? Möchtet ihr sie nicht zurückbekommen? Wenn ihr ihn nicht freilasst, werde ich euch wehtun müssen. Das will ich. Die glänzenden Steine haben das getan. Die Wurzeln, das Wasser, Uriels 13. Ich habe versucht, ihn zu retten, aber sein Kopf lief immer weiter aus. Und jetzt ist er eine Milchkanne. Einmal wird sterben, wenn ihr nicht freilasst. Leute sterben nicht. Sie ändern ihre Form, so wie Arawe. Sie ist ein schöner Kerzenständer. Sie leuchtet wie die Sterne. Und Tarak, er war nie glücklicher. Du, ich hab keine Idee, keine Ahnung von dem Spiel. Was ist mit dieser Rune? Möchtet ihr sie nicht zurückbekommen? Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Und die schmeckt bestimmt wie Sägemehl. Sägemehl? Wenn Arawe eine Kerze ist und Uriel eine Milchkanne, seid ihr bestimmt eine Bärenfalle, oder? Und? Und niemand möchte eine Bärenfalle tappen. Nicht einmal Ratten. Das ist der erste vernünftige Satz, den ich von dir höre. Genau. Meinetwegen nimm Eimer an. Aber lass meine Freunde in Ruhe. Und gib mir nicht die Schuld, wenn die glänzenden Steine dich erwischen. Lebt wohl. Befreit Eimann. Ist er da unten oder was? Jawohl. Neue Grafikantreiber reparieren. Habt ihr diese Soldaten des Bündnisses gesehen? Keine Ahnung. Weiß nicht, was man so macht bei dem Spiel. Ich habe das dann noch nicht gespielt. Was ist geschehen? Habt ihr diese Soldaten des Bündnisses gesehen? Soldat des Bündnisses? Ich sah, wie eine Gruppe von ihnen die Höhle erforscht hat. Sie lachten mich an, als ich da im Eis hing. Dann hat der Frostmann sie geholt. Verschwind wir von hier, Eimann. Let's go. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. So, langsam, Alter. Hier sind Böhren. Achso, das ist direkt der Ausgang. Okay, dann nicht. Sprecht mit Rolunda. Eimann. Du bist gekommen, mich zu retten. Du hast Glück, dass ich überhaupt gekommen bin. Ja, echt, ey. Raiden. Wo habt ihr ihn gefunden? Es geht ihm gut, ja. Eine Gabe, Kühnes. Ja. Wir gehen gleich ins Dorf zurück. Dieser Narr wird sich von Rana etwas anhören können. Ich kann euch das nie zurückzahlen, aber bitte, nehmt dies. Es gehörte unserer Mutter. Knochensplitterer, dankeschön. Wir gehen, dummer Ochse. Dankeschön, du dummer Ochse. Du hättest das sehen sollen, Rotten. Die Höhle ist einfach unglaublich. Nenn mich ja, lol. Nicht Rolli. Ja. Einfach automatisch bekommen, oder was? Er ist nur so groß wie ein Kind. Wie ein böser Babymann. Welche Taste ist denn das auf dem Pad? Weiß das jemand? Und ich lass dich verrotten. Ja. Mir ist nur eingefallen, weil vorhin jemand sagte, hey, Level 10 kriegst du das. Automatisch irgendwie. Ja, dann gut Luck beim letzten Versuch.
mach das mit Ding hier und das Massatur. Hier. F. Wiederherstellungstrank. Stört sofort Leben, Magicka und Ängste. Gewährt größere Tapferkeit, größere Intellekt und größere Stammbar. Okay, krass. Einfach für mich. Danke, dass du dir immer selbst applaudierst. Ich muss kurz AFK, muss kurz meine Schmerzen etwas behandeln. Sekunde, ich komme gleich. Gleich wieder da. Ich sag's euch. Oh, Mann. So. Na klar, rein da. Was haben wir denn hier noch? Was will der eigentlich hier hauptsächlich? Farine, die Klasse. Fluch. Erhöht die Magic um 5%. Physischen Schaden. Verringert die Lebensausdauerkosten. Passive Fähigkeiten. Ihr stellt auf den Magic und Ausdauer wieder her. Wenn ihr euch nicht ultimative Fähigkeiten, die einen Dräder beschwören, beendet. Welche Ressourcen wiederherstellt, wird abhängig von Fähigkeiten sein. Ich finde das gut hier.
dass man Mana halt schneller herstellt. Das finde ich gut. Keine Ahnung, das Spiel startet anscheinend nicht mehr. Ich weiß nicht genau. Erhöht einen physischen Schaden und Schockschaden. Also ich finde das hier gut schon mal. Ja, muss rein. Ja, klar. E. Ja. Dann würde ich hier... Da würde ich auch reingehen, wenn es geht. Geht das? Nee, oder? Ich hab das schon. Hier kann ich. Erhöht euren physischen Schaden und Schockschaden um 3%. Schockschaden. Okay. Waffe. BB. Ah, ich kann das weitermachen. Geil. Kraftschlag. Was ist das hier? Passive Fähigkeiten. Schwere Blitzangriffe treffen nahe Feinde und 50% sondern verursachen Leiden. Vorläufige schwere Frostangriffe. Das ist ja krass mit Passiven. Oh, mehr Schaden durch Ignorieren des Magieresistenz oder was? Beide rein. Rein da. Schicke, da bist du wieder. Ja, ich würde die holen für den Zwani halt. Oder so, ne? Aber. Achso, ja. Ja, kannst du ja. Genau. Du hast ja noch... Ich weiß gar nicht, ob man dazu kauft, wenn man die schon hat. Du hast doch schon die alte Version, oder? Oder wo hattest du den Account? So einen Account hattest du nur. Also wegen der E-Mail-Adresse. Oder schau, was Patrick sagt, muss man so kurz drüber reden halt. Jojo, oh, jetzt habe ich es verstanden, stimmt. Hier, reden. Dieses verfluchte Schiff ist unsere geringste Sorge. Ja. Banditen plündern die Mine und suchen nach Artefakten. Warum sind sie hier? Sie sind vorsichtig und suchen nach etwas. Ich musste den hinter mir ausschalten, bevor er den anderen Bescheid geben konnte. Wie kann ich helfen? Wie listenreich seid ihr? Ich warte hier und behalte diese Banditen im Auge. Schnappt euch die Kleidung unseres Freundes und mischt euch unter sie, um zu erfahren, was hier gespielt wird. Ich werde das tun. Schnappt euch die Kleidung von unserem Freund hier. Mit seiner Ausrüstung könnt ihr unauffällig in die Mine gelangen. Leb wohl, machen wir. Wichtig zu wissen, dass einige Feinde euch durch die Verkleidung hier durch erkennen und somit entdecken. Falls ihr euch mit eurer Verkleidung in einem Kampf verwickelt, okay. Ja, okay, das ist interessant. Inventar ist Start, oder? Hier. Echt ganz anders hier, krass. Nutzgegenstände oder wo ist das? Ist ja wild, das ist ganz anderes Inventar hier, geil, Mann.
Ja, genau. Und von dem die Collector's Edition hier, Patrick, ne? Die Collector's Edition gibt's ja auch für das. Blackwood Collector's Edition, das habe ich ja gemeint. Dann hast du noch mehr. Das haben wir doch gesehen, schicke das Video, das hat schon gepasst. Blackwood Collector's Edition. Ja, genau, genau. Macht er ja. The Elder Scrolls Online Blackwood Collection. Könnte ich die bei mir eigentlich auch hinzufügen? Obwohl ich das ja schon von früher habe? Oder wie ist das? Ja, also die wir eh schon sagten, schicke ich, das ist richtig. Oder? Schon die wir eh schon sagten. Willst du trotzdem klauen? Ach, du hast die geklaut. Da, was denke ich mir? Was denke ich mir? So einer bist du. Schlawiner Drecker da. Ach so, okay. So, ich muss jetzt schauen, wo die Verkleidung ist. Dass ich sie anziehen kann. Ah ja, okay. Schön. Also. Zum Glück habe ich ja Gags bekam Hümer durchgespielt, Schicki. Also darf ich das hier spielen. Naja gut, sowas gibt's auch bei WoW. Verkleiden. Komm ich da so rein? Jo. Überhaupt laufen hier. Aber wild, oder? Hier, Patrick, auch mit der Kontrollersicht hier. Was sagst du zu der Kamera?
Ich dachte, ich komme extra in die Richtung, weil er halt drüben ist. Schnell, bevor er wieder da ist, der andere. Lol. Achso, ich meine den Controller hier. Die Kamera hier, meine ich. Da, mit dem Controller hier. Oh, hier geht's raus, okay. Ach so, ich habe eine Handcam, weil irgendwie jeder auf der Welt eine Face-Fratzen-Agro-Cam hat. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die das machen, was andere machen. Mit 11 Millionen Leute links abbiegen, gehe ich nach rechts und schaue es mir rechts an. Kein Bock, wie so ein Lemming hinterher zu laufen. So hat es mehr oder weniger angefangen und da bin ich dann bei denen geblieben. Es gibt halt überall Facecam, das ist halt auch anscheinend normal. Und keine Ahnung, irgendwie hat mich das nicht gekickt, weil es halt so viele andere machen. Und da habe ich mich halt vor Jahren dazu entschieden, das so zu machen. Und ich habe hier mittlerweile auch eine Facecam, nur nicht, wenn ich am Tisch sitze. Ich habe halt Küchencam, ich habe Bedcam, ich habe Tastaturcam, Unboxingcam, nur nicht keine klassische Facecam, so wie jeder. Irgendwie kein Bock, das so zu machen, wie es jeder macht. Natürlich bin ich damit so ein Randprodukttyp und habe damit keinen Erfolg. Werde auch nie irgendwie Erfolg haben, aber hey, das ist mein Style, fertig. Katzencam, ich habe keine Katze, da bin ich allergisch gegen. Aber ja, mehr oder weniger, weil es halt einfach mein, einfach Bock drauf hab, weißt du? Mehr oder weniger was Eigenes machen möchte. Als ich vor 8 Jahren damit angefangen habe, gab es das noch nicht so wirklich. Jo. Und ich meine, ich zeig mich auch, ist ja kein Problem, nur halt nicht vorm PC, sondern ganz normal, wenn ich im Bett lieg, ist hier auch komplette Full Facecam, ist sogar Full Bodycam, je nachdem, Füße, Fresse, je nachdem, ne? Ist die Mine von unten zu erreichen oder von oben? Mine ist normalerweise immer unten. Muss mal unten schauen hier. Ja, ist unten, klar. Safe. Ja. Verschwindet! Was? Wer zum Reich des Vergessens seid ihr? Raus hier, bevor ich euch wie eine Forelle ausnehme! Verschwindet! Gut, schnell! Kommt herein. Chef! Wir sind schon fast an den Skampen vorbei. Jawohl! Ich habe gehört, dass... Danke! Wer seid ihr? Bitte tut mir nichts! Wachen! Eindringlinge! Was hast du gemacht? Oh.
Gibt's noch was anderes? Bei uns bekommen Sie den Serialcode für die Aktivierung des Spiels von Bethesda Softworks innerhalb der angegebenen Lieferzeit. Ja, dann mach du das halt da, Edna, ist ja egal. Im Endeffekt zählt nur der Account, oder? Log dich doch einfach ein und tu den Key da aktivieren. Also so, probier's mal so. Ja, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Soll ich probieren, ob es bei mir funktioniert zum Eingeben oder was? Weite. Kann ich mich da rausporten und nochmal den Weg laufen hier? Huch. Ja, Steam geht nichts, geht nur bei Bethesda. Du hast dich doch heute eingeloggt. Du kannst dich beim Account auch einloggen. Steam geht nicht, nein. Das stimmt. Steam erkennt ja damit, was für ein Ding du hast. Eigentlich. Oh. Eigentlich tust du nur den Launcher starten über Steam, weißt du? Ja, warte, ich muss mal diese Quest hier zu Ende machen. Ich kann jetzt hier nicht raus. Umgeht die Feuerfalle. Ja, aber er ist doch ein Gegner. Ich kann doch hier nicht. Ich muss hier durch, lol. Ja, ich würde ich ja dann probieren, aber ich... In ein paar Minuten, okay? Ich würde es gerne fertig machen. Ich bin gerade in der Hülle drin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rausgehe aus dem Spiel. Ich bin auch ein DC sogar, wenn du willst. Was heißt, umgeht die Feuerfalle? Hab ich den gar nicht kaputt machen müssen? Es gibt ja keinen anderen Weg hier. Ja, doch springen, oder? Ja, oder. Umgehen geht ja, das ist ein bisschen komisch formuliert, umgehen. Yo.
Naja, Sekunde, lass mich erstmal schauen hier. Ui. Hallo. Na? Glaubst gar nicht, wie lange ich in der Stadt gestanden bin, Alter. Stundenlang, hab ich gehört. Ja, 3-4 Stunden in der Stadt gestanden. Hin und her gelaufen, Bank, dann wieder. Irgendwas verkauft, dann wieder zur Bank, dann Mats und dann irgendwelche Sachen mit Beruf und sowas die ganze Zeit. Hin und her. Katastrophe. Aber das mit Controller ist krass. Einfach das Menü, es ändert sich, das ganze Spiel ändert sich. Ja, mit dem Interface auch noch, oder? Ja, ich hab sowas noch nie gesehen. Ich bin so begeistert. Hey, wenn wir wie sowas hätte, aber nein, 60 Jahre hat es nicht geschafft, dieser Müll. Weißt du, ich mein? Hier, zack, eine Bewegung, zack, anderes Interface. Das kannst du nicht vorstellen. Also nicht nur so ein Teil, sogar alles ist verändert. Sogar komplett. Also wenn ich jetzt hier Start drücke, habe ich ein ganzes Menü hier links, so komisch. Ich finde es jetzt komisch, weil es nur so hatte. Guck mal das Ding an. Hier. Ja, genau. Und jetzt gehe ich auf Tastatur. Das kennst du ja hier so. Ne? Schau mal, wie heftig. Wie heftig. Einfach ja, so. Magie. Also viele Spiele haben das, also dass du direkt Controller wechselst und erkennt da auch, oder ist das Controller an, das ist wieder Maus, erkennt das haben viele, aber das ist mit Interface, das ist echt krass. Es ist halt einfach, schätze ich mal, es ist die einfachste Lösung, es gibt das Interface von der Konsole genommen. Ein Ende. Das ist ja, ja. Das ist einfach so simpel. Yo! Alter! Und du hast jetzt den Kita gekauft, wa? Ja. Kann ich bei Steam nicht aktivieren. Ja, ich probier gleich, aber ich. Es tut mich jetzt schwer hier. Ich bin jetzt erstmal in so einer Quest. Ich hab eben erst angefangen mit den Questen und. Weil ich hab halt gefühlt, ich bin immer noch nicht hoch im Level. Ich weiß gar nicht, ich bin 11 oder so. Das schaffst du ein paar Minuten. Ist jetzt bald ein Bosskampf, muss auf Tastatur reingehen, ey. Wie block ich nochmal hier? Ist auch, was ich krass finde, die Steuerung ist auf Controller läuft besser, als man auf Tastatur so, das Kampfding. Richtig interaktiv. Also wenn sie das bei Ding so gemacht hätten, wie heißt das, dieses Lost Ark, das wäre halt wild. Yo! Verlass die Mine. Boah, muss ich den ganzen Weg zurück? Ah ne, das ist ein anderer Ausgang, ich dachte schon. Das wäre zu wild gewesen, ne? Wie ist denn das, wenn ich auslogge? Ist das wie bei WoW, dass ich genau da wieder bin, wenn ich einlogge? Warte, kurz die Quest beenden hier. Also, was habt ihr herausgefunden? Aber schick, es gibt Millionen Sachen, ne? Es gibt so viele Sachen mit Berufen, es gibt Millionen Rezepte, es gibt Millionen Mats, es ist so umfangreich. Also, keine Ahnung, wie tief wir da rein wollen ins Spiel. Ein Vertrag mit dem Bündnis? Das riecht nach Ablenkung. Das von uns entdeckte Schiff könnte der Beginn einer Invasion sein. Wir müssen zurück ins Dorf. Abschließen, komm. Dankeschön. So. So. Ja, der MMO im Großen, ne? Ist ja auch schon seit 2017 oder so. Immer erweitert worden. Ne, ist jetzt 2014. Ist halt ultra alt schon. Findet die vermissten Einheimischen. So. Wenn ich jetzt. Test mal doch mal kurz. Weißt du nicht. Ich log mich. Ich bin ja, glaube ich, hier noch eingeloggt, oder? Elder Scrolls. Ich hab's mal geschickt. Code, den ich gekriegt habe. So.
Warte, ich muss mir nur mal kurz. Was Steam sagst. Steam. Discord. Ach du Scheiße, das ist ein Code. Ja. Was hast du denn wieder? Ist das überhaupt ein Spiel? Account? Angemeldet bleiben, anmelden. Okay. Code einlösen, ja, kann man einfach einlösen da. Und du willst es nicht, oder was? Ja, ich kauf's bei so Steam, ne? Ist das die Collector's Edition oder wie? Die ist halt die ja, ist der wie bei Steam. Code einlösen. Ist halt das krasseste, ja. Ich hab extra verglichen, weil es gibt ja immer das normale Blackboard, also gibt da oben eine andere Collector, die kostet 13 und gibt's dann nochmal eine andere für 23. Heißt bei Steam. Genau, das mache ich gerade, Patrick, ja. Keine Mitgliedschaft ist eine optionale Mitgliedschaft, genau, oder 12 Euro, ja, ne, keine. Also, es gibt einen gültigen Mitgliedschaftszeitcode ein. Keine Mitgliedschaft, genau, keine und weiter, aber, ja. Es gibt halt so viele Mats, dass du halt gar keine Chance. Herzlichen Glückwunsch, du hast ja folglich einen Code eingelöst. Ja, habe ich, geht, habe ich. Elder Scrolls Online Blackwood Digital Collector's Edition. Ja, hab ich. Ich kaufe mir das bei Steam nochmal. Ja? Ja, natürlich. Voll. Ja, nice. Ja, du hast dir dein Versprechen eingehalten. Dann passt es ja. Versprechen. Ja, wo du gesagt hast, wegen, wenn ich Detroit Become Human durchzock, dass ich dann dir mir das kaufe. Achso. Lass mal gucken. Ja, geht. So sind wir ja drauf gekommen hier. Wir haben ein bisschen Trailer geschaut und alles in die Blackwood Edition gesehen. Da meinte Schicki, hey, Spiel Gags Become Human, spiel es durch. Und dann hast du eine Woche Zeit, oder? Und dann spielen wir zusammen ESO. Und dann kaufe ich dir das hier. Naja. Passt ja. 23 Euro nur. Ich hab schon so viel Geld für Games dieses Jahr ausgegeben, hab ich noch nie so viel ausgegeben. Heftig, gell? Ja, ist brutal. Warte, ich hab... Ist ja... 23 Euro oben drauf. Also wenn du 13 Euro noch zahlst im Monat, dann hast du halt auch so... Hast du auch noch einen Beutel und in der Tasche irgendeinen Scheiß. Weil es gibt so viele Mats da, das... anders wird. So viel Materialien, da hast du ja keinen Stress mit denen. Du wirst schon sehen, wenn du da anfängst zu spielen, das Inventar ist sofort voll. Du kannst es einfach... Du kannst jetzt nun auf deinem Einkauf im Konto Inventar zugreifen. Sollten die Gegenstände auf deinem Inventar konnte ich anzeigen, dann starte das Spiel bitte neu. Ja. Ja gut, dankeschön. Das ist halt die höchste Version, die es gibt, oder? Ich hab noch teurere. Ich glaube nicht, dass die höchste ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles aktuelle ist oder neue krassere. Gibt eine Version, die kostet halt noch. Was kostet die? Warte mal. MMO. Waren auch andere komische Versionen, die kosten noch 62 Euro. Achso, das neue, was kostet. Kommt denn noch ein. War jetzt nicht gerade ein Add-on oder kommt noch eins? Hi. Diesel oder Esel oder. Genau. Patrick schreibt. Du kannst ja verbinden das Ding mit Twitch, mit Steam, mit PSN, mit Amazon, mit Xbox, mit Stadia. Was zum Teufel? Ich mache nur noch, immer noch Twitch verbinden, weil ich da gucken kann. Ach stimmt, da habe ich ja auch gesagt. Spätestens im Sommer fangen wir an und schauen uns das Addon an. Krass, klar. Ich habe gesagt, zum nächsten ESO-Addon vielleicht schauen wir uns das an. Okay, dann warten wir noch. Aber es hat doch nur der Hauptkanal Drops, oder? Ich hab das ja nicht. Oder Partner oder so ein Schmarrn. Manchmal rettet einen eine kleine Lüge. Ja, ich auch nicht. Siehste? Kein Plan von nix. So bin ich. Na, ja, Patrick kennt mich auch vom WoW von früher.
Es sind viele WoW-Leute heute hier gewesen. Sag ich dir. Der Chat war voll. Heute schicki. Dann habe ich überlegt, vielleicht mache ich noch einen Tag. Oder noch so ein paar Tage länger. Also, wenn es so ist, ist es okay. 20, aber hier, mindestens 20 mehr Lurks als normal. Oder 10. Ja? Okay. Ja, 100 bist du jetzt gerade, ne? Sonst hast du immer so 80, 88, sowas. War mehr Leute, die gucken. Mir reizt auch, wenn ein oder zweimal die Stunde jemand schreibt oder so, aber so 4-5 Stunden komplett niemand und nichts. Und du weißt, es sind doch welche da, ist halt auch ein bisschen krass, ne? Ja, das stimmt. Ich bin ja nicht irgendwie so sensationsgeil oder was, aber komplett. Du bist ja da und komplett niemand, wenn vor 5 Stunden was schreibt, ist halt einfach. Das fickt deinen Kopf irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das versteht als Nicht-Streamer. Aber das fickt ein bisschen den Kopf. Extrem negativ. Und wie ist denn das jetzt? Und die da sind, die sich auskennen, wenn man jetzt zu zweit spielen will, wie macht man das am besten mit dem Spiel? Also. Wir haben ja jetzt auch nicht mehr zusammen gequestet und wir questen auch verschiedenartig und wie kommt man da zusammen am besten? Bakterienkarawane. Ach so. Okay, dann ist es wie bei Elaine am Anfang. Das war ja auch so, bis dann nur auf die Partner vergeben wurde. Ja gut, aber ich kann jetzt keine Aktivität, wir haben ja keine Aktivität gleich. Meine ich jetzt so an sich. Ich bin auf der Starterinsel schicki, ne? Ich bin beim Startgebiet noch. Startgebiet von der Roten hier. Bin ich gerade. Ja, das ist doch toll. Also, Ticho meinte, ich soll einmal die Woche ESO gucken, um irgendwelchen Rock zu kriegen oder so. Kann ich mich auch selbst gucken. Genau, weiß jemand den Shortcut für den Controller? Ich habe sogar ab Level 10 kriegst automatisch einen Mount. Habe ich noch gar nicht genutzt. Ja, du hast schon mal. Ab Level 10 kriegst automatisch einen Mount. Okay. Ich weiß aber nicht, wie man das beschwört beim. Mit dem Controller. Ah, hier krieg ich exklusiv. Du wirst eh wieder Nachrichten, glaube ich, irgendwie. Reittier und alles drunter exklusiv. Kundenprämie. Vielleicht das einlösen? Hab ich das? Mit was upgradet man sie? Ja, Schicki war schon vorher da. Schicki war nur arbeiten. Wieder zurück. Mhm. Was ist denn mein Inventar hier? Mit und wegen Schicki habe ich es angefangen. Nicht wegen, sondern. Ja, Ich habe halt Gameswelt geschaut, da hat der Felix es vorgestellt. Und dann habe ich halt gedacht, hey, Blackfoot Edition 20 Euro. Why not? Mal testen. Das war vor 10 Tagen oder so und jetzt, ja, ist halt soweit. Das haben wir reingepayt. Ja, was sagt ihr denn? Was sind die Voraussetzungen? Prozessor, Grafikkarte oder was hast du denn dann gemacht? P
PvP, ach du Scheiße. Ich bin froh, dass ich jetzt ein, zwei Tasten drücken kann. War schöne Zeit. Steuerfahndung. Freut mich. Und moin. Achso, ich muss halt. Okay, gut. Muss ich dann permanent im PvP sein oder so? Oder wie ist das? Genau, deswegen so pauschal kann man es ja gar nicht sagen. Was kommt denn? Also, was passiert denn? Boah, 15k mit dem, ey. Dem ich jetzt so lange in der Stadt war und gar nicht gespielt habe, habe ich auch keine Lust mehr, jetzt die ganzen Talente nochmal durchzulesen. Dann mach einfach. Jo, 2, 3. Mal hier B drücken. Ein paar andere Spells müssen wir. Aber ohne den Spell ist halt sinnlos hier. Zack! Lol. Katz ist sogar gebrockt hier. Bei mir war es so beim ersten Start, dass das Intro hat geruckelt. Irgendwann hat es dann aufgehört. Irgendwas macht es. So, vielleicht macht das so wie andere Spiele so eine Art Shader im Hintergrund, so das Rendern vorher. Leute, ich habe jetzt aus Versehen irgendeine Angel gehabt, oder was? Fischlager entdeckt. Da ist er ja. Der andere. Ja, moin. Zack. Ich habe auch da ein bisschen rumgespielt mit dem Interface, so, also dass ich die Balken sehe, dass ich Prozente habe und so Zahlen. Und auch Schadenzahlen habe ich auch, wie es ist. Wenn du hinschaust jetzt, hier schieße ich da. Okay, sehe ich. Habe ich auch ein bisschen. Und diese Balken sind jetzt auch da. Die Balken sind von links nach rechts gehen sie. Nicht so mittig, wie es war. Da halte ich sogar die Sau. Und dass diese. Da sind doch diese roten Kreise auf dem Boden, ne? Ja. Und ja. Die habe ich heller gemacht. Die sind zwar irgendwie zu dunkel. Kann man heller machen? Scheiße, jetzt habe ich kein. Ja, kann man heller machen. Jo, jetzt habe ich das Problem, Inventar ist voll. Was mache ich jetzt? Wie komme ich auf das Inventar hier mit dem Ding? Inventar habe ich noch nie mehr angeschaut. Ich finde das schon wild, dass die Zahlen so mega hoch sind, jetzt schon am Anfang. Du bist ja jetzt mit Level. Hier, was habe ich jetzt hier? 22.000 Leben. Mhm. Das halt mit Level 5. Schon direkt einfach übelst hohe Zahlen. Ja, schon bestimmt nachher so eine Million DPS. Vorräte. Müsste ich jetzt irgendwo hinporten, dass ich hier repariere? Oder so? Nicht repariere, Verkauf? Oder gibt es hier auch irgendwas? Also hier gibt es, hier ist auch irgendwas. Portal geschlossen.
Gibt's hier einen Händler oder sowas? Gildenhändler? Gibt's hier irgendeinen Verkäufer? Ich muss mir sowieso mal kurz Maustastatur nehmen. Mal kurz umschalten hier. Moment. Mal hier weg. Das wieder an. Und... Ja, so passt, oder? Ja. Das Licht wollte ich ausmachen. Dreh durch. Viel zu hell. Das ist einfach das normale Handylicht. Also, das ist keine besondere Kamera. Ich habe keine Kameras oder sowas. So wirklich. Ich habe halt nur das Handy. Und das kann ich jetzt auch nicht mehr nutzen, mein Handy. Also... Deswegen ist auch die Pulsfrequenz nicht mehr da aktuell. Bei mir ist es gerade... Ich bin bei Telekom und da habe ich keinen Empfang oder so. Ganz komisch. WLAN geht alles, Internet geht. Aber mein Telefon geht nicht. Kein Empfang, wenn ich unten draußen bin. Ja, brauchst du nicht. Das bist du zu Hause, oder? Und ich kann mein Handy nicht neu starten. Das ist auch, ganz lustig. Aufmachen, Akku raus, wieder rein. Wie früher. Ja, geht ja nicht. Ich weiß. Deswegen sage ich es ja. Ja. Eisenschulterschutz. Also soll per Gesetz ja wieder kommen, ne? Irgendwo ich das mal gehört. Ja, zum Glück. Ich habe jetzt ein instabiler Feuermentalist des Dings da. Mal kurz mal. Kann man hier sortieren? Erstmal einhändige Waffen. Was soll ich jetzt nehmen? Mit dem Waffe mach mal kurz. Yo! Ey. Voller Schreck, hier lassen wir mit. So, Alter, mich gerade erschreckt. Ich bin gerade am Lesen, weil kommt dann das Viech wieder zurück. Wo war ich denn gerade? Verdammt. Hier, ich wollte eigentlich Zerstörungsstäbe, genau. Habe ich da 9 bekommen? Stufe 9. Verzauberung, geladene Waffe. Jetzt habe ich halt ein Set irgendwie. Aber wenn der stärker ist. Stufe 9. Schaden 1037. 1037. Verursacht dädrischen Schaden abhängig vom maximalen Leben des Feindes. Verursacht Schaden. Trophäe-Set. Meine jetzige hat 977. Gewährt 103 Magie und Waffenkraft. Gewährt maximale Ausdauer. Weil ich ein Dreier-Set schon habe anscheinend. Guck mal Rüstung hier. Schild. Da hat doch kein Schild. Gewährt maximal Leben, Ausdauer. Leichte Rüstung. Mittelrüstung. Schwerrüstung. Mittelrüstung dann. Nimm ich einfach das höhere, scheißegal jetzt. Stufe 9. Gib mehr Dingsbums. Ich habe eine Fertigkeit erhalten. Schwere Rüstung. Oh Gott. Stufe 4, das ist Stufe 9. Was habe ich an? Ich glaube, das ist schon richtig, oder? Schild brauche ich eh nicht. Ja, die ganzen Sachen würde ich halt entzaubern jetzt, aber ich habe auch keinen Taschenmal zum Entzaubern. Wie komme ich in die Stadt und wieder schnell zurück? Einfach porten, oder? Was ist denn das für ein Zeichen hier? Erhöht Inspiration? Kann analysiert werden? Machen wir das doch. Dann kann ich die Fähigkeit von dem wegnehmen oder lernen oder so. Ja, dann porte ich mich mal in die Stadt. Und wieder hierher. Aber wo war das denn mit der Stadt? Und jetzt bin ich hier bei Ödfels hier. Wo war ich denn vorhin in der Stadt, wo mir das alles erklärt wurde? Achso. Okay, ich bin auf dieser kleinen Insel da oben. Und Gott, welches ist das?
Das hier ist das. Ne, das ist in der Mitte das. Wo ist denn? Wo? Hä? Ich weiß nicht, in welcher Stadt ich vorher war. Andere Stadt? Oder wo wir ausgeboxt sind? Wo wir erst waren, die kleinen Dorf da. Noch anders. Noch woanders, okay. Evelyn hat mich eingeladen, die Gruppe hat mich dahin geportet. Weil sie wollte mir da die Sachen zeigen. Wo war ich denn da? Hier? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich da war, muss ich sagen.